So, wir sind jetzt unmuted. Guten Tag. Dritter Teil der Veranstaltungsreihe. Solidarität muss praktisch sein aus dem Instituto in Hamburg. Und ja, der dritte Teil zum Thema Seenotrettung. Im ersten Teil war der Kapitän ja hier. Und Kapitän hat hier erzählt, ich glaube jetzt insgesamt 10 Leute in Justiz und dass es aber noch nicht passiert ist. Das ist jetzt passiert und da könnte man jetzt, ließe sich jetzt schon viel erzählen. Das wäre aber jetzt auch unhöflich unserer heutigen Gästin hier. In unserer Telegram-Gruppe findet ihr einen Link zu einem ausführlicheren Interview, was so den aktuellen Stand angeht. Falls Irritation, ob unser Sitzmöbel auftaucht, Osi sitzt auf diesem Sessel. Ich hätte sonst auch einen. Einzig, ich habe ihn letztes Mal kaputt gemacht. Also es hat sich nicht wirklich geändert, aber es gibt halt einen Sessel weniger. Gut, Rosi, du bist Ärztin. Ja. Du bist Ärztin und du bist auf Lesbos aktiv, was die Gesundheitsversorgung angeht. Ich würde gerne noch mal ganz, ganz früher anfangen. Was für eine Ärztin bist du? Ich bin Internistin, langjährige Internistin hier in Hamburg, lange gearbeitet. Jetzt aufgrund der Tätigkeit und dass ich sozusagen nicht mehr fest in Hamburg arbeite, sondern mal arbeite, mal nicht, um halt Zeit zu haben, zum Beispiel nach Lesbos. Ich bin auch in Athen jetzt gewesen, einfach momentan mein Fokus ein bisschen in Griechenland, aufgrund der schlimmen Ereignisse. Genau, deswegen bin ich da halt die letzten Jahre dann immer wieder da. Ich habe insgesamt 3 Einsätze auf Lesbos gehabt und mehrere in. Und Athen auch, was Flüchtlinge angeht, oder Athen, was Genau, in Athen, also es ist dieselbe Organisation, Werbung machen oder nicht, es ist MVI, Medical Volunteers International, die sind ganz nett. Für die habe ich gearbeitet und die arbeiten auf Lesbos in Athen und Thessaloniki und ich habe halt auch in Athen dann auch mit denen zusammengearbeitet und da auch primär um Flüchtlingsversorgung, aber auch um Obdachlose, auch Griechen, weil in Athen das ist auch wenig. Genau, das ist so das, was wir da auch ebenfalls gemacht haben. Wir haben da auch manchmal was versorgt. Das ist jetzt in der Corona-Zeit alles ein bisschen schwierig, sage ich mal, Okay. manchmal in die Camps reinzukommen. Ja, das ging manchmal, manchmal nicht. Wie lange machst du das schon? Jetzt Griechenland seit 2 Jahren. Genau, vor ja, gute 2 Jahre bin ich halt da. Wie gesagt, 3 Einsätze. Ich war 2019 vom Sommer bis eigentlich zum Ende des Jahres fast durchgehend auf Lesbos. Ein Teil davon war ich in Moria, ein Einsatz. Ich war einmal im Norden und dann waren wir halt die Linie mit der Organisation außerhalb Morias, was mir sehr viel besser gefallen hat, wozu ich später vielleicht was sagen mache. Ja, ich habe das, hatte ich ja gesagt, also wir haben jetzt, du bist jetzt der Teil unserer Reihe. Ich habe die ersten beiden, die hier waren, gefragt, wie sie dazu gekommen sind. Was so, das frage ich dich jetzt einfach auch. Ja, ich weiß nicht, was Sie geantwortet haben, aber am Ende ist das Ja, die so. anderen haben gesagt, Ja, sie sind genau. shanghaied worden und Ja, irgendwann aufgewacht und genau. ja. Ja, so ähnlich. Also am Ende ist das so, ich bin schon immer politisch aktiv gewesen. Und es ist so gewesen, dass ich viel gefragt worden bin, weil halt Fahrpass kam, ob ich da nicht hinkommen könnte. Erstens zum Übersetzen und zweitens auch noch ganz günstig, weil ich Ärztin bin. Daraufhin habe ich sehr spontan überlegt, weil ich Zeit hatte, bin halt runtergefahren, muss sogar einsetzen, aber da halt mehr zum Spotting und Übersetzen. Das war im Norden, im Norden von Lesbos. Und dann habe ich so viele Sachen erlebt mit ankommenden Flüchtlingen, mit genau die Situation mit einem provisorischen Camp, was da eigentlich nur dafür war, dass wir sozusagen kurz versorgt haben, die Menschen mit ein bisschen Zeug und dann wurden sie in dieses furchtbare Lager, was es noch damals gab, Moria, von da verbracht. Das war alles Situation, die ich beschlossen habe, okay, ich komme wieder, ganz klar. Und dann bin ich beim nächsten Mal direkt ins Camp gegangen, Moria, und das war noch schlimmer. Da habe ich noch schlimmere Erfahrungen gemacht und dachte, das kann ja so nicht sein. Also ich, wie gesagt, ich bin schon immer politisch aktiv gewesen seit meiner Jugend. Aber das, was ich da erlebt habe, war so furchtbar. Ja, das ist klar, was ich wiederkomme. Okay. Wenn du jetzt sagst, du bist ja quasi auf bist du dann
Bist du immer schon an diese Organisation angedockt gewesen oder wie bist Nee, du gar erst nicht. einfach mal so hingefahren und dann hat die Organisation dich gefunden? Ich bin manchmal ein bisschen unorganisiert bei so etwas. Ich bin sehr spontan darunter gefahren, tatsächlich, das erste Mal und auch nicht mit dieser Organisation, war auch nicht bei dieser Organisation, war bei einer anderen Organisation und habe dann vor Ort eigentlich versucht, mir sozusagen das so ein bisschen anzugucken und wo ich gerne arbeite, weil ich nicht alles gut finde. Ich finde nicht jede NGO gut. Ich finde auch nicht alles gut, was einige NGOs machen. Und ich wollte halt gerne, wenn ich schon irgendwie da arbeite, halt entsprechend auch meiner politischen Einstellung, dass das halt alles so ist, wie ich es mir auch vorstelle. Und das hat mit MWI nachher ganz gut geklappt. Das war, ich muss sagen, diese Organisation hat jedenfalls auf Lesbos zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich war zuvor in Moria, wie gesagt, das habe ich nicht wieder gemacht, weil für mich ist das zu dem Zeitpunkt ein ja, No-Go gewesen. Ich bin ins Camp gegangen, habe im Camp gearbeitet und es war so furchtbar, dass ich dachte, das kann man nicht machen. Man muss halt irgendwie aus diesem Camp raus und muss außerhalb arbeiten, weil man damit sozusagen die Strukturen letztendlich doch mit unterstützt und die Leute es damals auch nicht verstanden haben, so richtig. Das Camp hat sich halt immer mehr und mehr gefüllt, war ja damals, wissen wahrscheinlich alle, das ist für 3000 zugelassen gewesen. Damals Moria hat sich dann halt immer mehr, ja, wurden die Leute zusammengepfercht, bis halt am Ende da war, als es nur noch gab, im Ende 2019 waren es halt bis zu 22.000. Das war ein unfassbares Leid und unfassbare Situation. Und dann habe ich beschlossen, das mache ich nicht mit. Das heißt, ich will nach außerhalb und von da halt irgendwie weiterarbeiten. Und das hat halt MWI gemacht. Und da waren wir halt genau so ein bisschen außerhalb von dem Moria und haben da medizinische Versorgung geleistet. Unter anderem, also ich meine, wir haben nebenbei auch noch, sorry, wir haben nebenbei auch manchmal Essen verteilt, wir haben viele Sachen gemacht, weil halt man sich gar nicht auf eine Sache beschränken kann, weil einfach die Situation so furchtbar ist. Wenn du sagst rausgegangen, bist du dann, seid ihr dann also aus dem Lager raus und habt dann Leute da versorgen können, was so? Genau. Zu dem gab noch dieses OHF, One Happy Family. Ja. Das ist sozusagen ein Grundstück, was halt von der Schweizer Organisation organisiert worden ist, gemietet worden ist, wo halt verschiedene Organisationen dann drauf waren. Und unter anderem Ah. war da eine kleine Klinik drauf, von MWI geleitet. Ja. Und da sind dann halt die Menschen von Moria dahin gekommen. Das ist auch schon manchmal eine Tortur gewesen, weil das sind so 4 Kilometer. Und die mussten teilweise zu Fuß, Kranke, zu Fuß Krank zu und uns verletzt zu kommen. Fuß, Es gab einen Bus, der sie manchmal gefahren hat, aber am Ende mussten sie den bezahlen. Das heißt, und der hat halt immer mindestens 1 Euro gekostet. Man hat es manchmal versucht, dass man halt irgendwie Fahrkarten den Leuten wenigstens, also ja. wenn man wusste, okay, du musst morgen wiederkommen oder ich will dich halt irgendwie in 2 Tagen wiedersehen. Und manchmal haben wir es auch umgekehrt gemacht. Wir sind dann halt doch gefahren. Ins Camp hatten wir gar keine Erlaubnis. Ich habe es zweimal versucht, weil ich von 2 schwerkranken Menschen wusste, die nicht kommen konnten. Ich durfte nicht ins Camp. Dann stand man, jetzt ist dasselbe, neue Camp, Karatepe, gleiche Situation, viel schlimmer nur. Da ist das so, dass man vor dem Camp steht, da stehen halt Polizisten und die haben am Ende lassen sie einen nicht rein, weil man halt keine Genehmigung hat und deswegen kannst du auch nicht Menschen da drin versorgen, als nicht angemeldete Organisation drin. Alles klar, ich dachte, es wäre immer so, dass ihr quasi so Stützpunkte innerhalb des Lagers gehabt habt, wo ihr dann Leute behandelt. Ach so, deshalb dieses außerhalb. Genau. Boah, das ist ja nochmal eine Schikane mehr, dass die Leute dann raus müssen. Ja, was Ja. du gesagt hast, muss man Geld dafür bezahlen. Alles klar, okay, Ja. das. Es gab zwei Organisationen im Camp, die sozusagen im Einvernehmen mit der griechischen Regierung im Camp gearbeitet haben, dafür sicherlich einiges zahlen mussten. Die haben drin gearbeitet, für die, wie gesagt, hatte ich davor gearbeitet, aber die Situation war so furchtbar, weil einfach, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, 18.000 Menschen. Wir haben ihr könnt das hier nicht sehen, aber ungefähr so groß wie dieser Raum, war die Krankenstation für 18.000 Menschen. Zwei Organisationen, eine von morgens bis nachmittags um 5 und wir sind dann halt von 5 bis Mitternacht da gewesen. Absolut nicht zu schaffen. Ich arbeite hier
normalerweise in Notaufnahmen, habe lange Jahre in einer der größten Notaufnahmen hier in Deutschland gearbeitet, bin in Norden gearbeitet und die Situation ist auch schlimm. Die Menschen müssen lange warten, das wissen wahrscheinlich viele, aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was da ist, abgesehen davon, dass die medizinische Versorgung, die wir denen anbieten können, schon völlig unzureichend ist, ist das so, dass natürlich du überhaupt nicht den hinterherkommst an Anfragen an Menschen, die da sind. Und das Problem ist, dass die Menschen nicht nur normal medizinische Probleme haben, was sie halt alle haben, so wie es halt hier auch ist. Es gibt da ganz klar im Kern von 20.000 Menschen, da gibt es Diabetiker, da gibt es Bluthochdruck, da gibt es wegen des Camps, wegen der Situation im Camp, gibt es Massen an Durchfallerkrankungen, es gibt Massen an Hauterkrankungen, es gibt sehr viel Krätze, es gibt sehr viele, einfach viele, viele, die normalerweise gar nicht vorkämen. Dieser Massenanfall oder Andrang von Menschen ist, war nicht zu bewältigen und ist ja, absolut menschenunwürdig auch gewesen, wie wir es gemacht haben, weil es, es ist einfach nicht zu bewältigen. Ja. Wenn du sagst, so NGOs, die eine ist nicht wie die andere, kannst du das ein bisschen genauer sagen? Weil ich finde das grundsätzlich interessant, wie so NGOs in zum Beispiel da dann arbeiten. Es, mir kommt das also wirklich von ganz weit außen immer so vor, es gäbe es Organisationen, die eine gute, direkte Arbeit leisten oder dass es auch Organisationen geben, die dann eher so auf so eine komische Art karitativ unterwegs sind. Genau so ist es. Es gibt ja verschiedenste, ich will jetzt keine einzelne Organisation nennen, aber es gibt verschiedenste Organisationen, sage ich mal. Und es ist nur, um zu reden, zum Beispiel auf Lesbos gibt es ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen mehr geworden ist, aber 83 NGOs auf einer kleinen Insel. Stehen diese nicht auf den Füßen rum? Nein, das ist halt genau das Problem. Es ist, ich will da gar nicht sagen, ich bin keine Koordinatorin, nichts, ich kann da nichts, ich bin halt als Ärztin da gewesen und habe da gearbeitet, aber es ist so, dass wir oft gut miteinander zusammenarbeiten. Manchmal ist das aus politischer Motivation, was ich nachvollziehen kann, weil einige Organisationen einfach bestimmte Codes haben, die man je nachdem, wo man politisch steht, vielleicht nicht mit übereinstimmt. Es gibt viele NGOs, die sozusagen für, und ich nenne das mal über, Geflüchtete, also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist am Ende so, sie sehen halt diese Menschen als arme, angestrandete, hilfsbedürftige Menschen so und ich. Und es ist halt so, dass sie klar in einer beschissenen Situation sind, die in diesem Camp auf den griechischen Inseln sicher nicht besser geworden sind. Die sind fast alle, wie sie da sind, schwerst traumatisiert, also wirklich traumatisiert, das kann man sich nicht vorstellen, die auf dem Weg von wo auch immer sie gekommen sind, weil die meisten sind zu Fuß gekommen, alles schon durcherlebt haben, dann kommen sie in dieses Lager, wenn man das überhaupt Lager, was schon schlimm genug ist, aber wenn man es überhaupt Lager nennen kann. Entsprechend geht es ihnen da weiterhin schlecht. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Nö, es ist NGOs, genau. NGOs, genau. Es ist letztendlich so, dass dann halt oft über diese Menschen drüber hinweg bestimmt wird. Es wird bestimmt auch von NGOs manchmal zum Beispiel, wie sie ihr Essen bekommen, wann sie es bekommen, wie sie sich anstellen müssen, was sie machen, einfach alles. Also ein sehr guter Witz von, ich habe da sehr viele Freunde irgendwann im Camp kennengelernt, einfach dadurch, dass ich die Sprache spreche. Sie waren halt, haben mich sozusagen irgendwann sehr gerne gesehen, weil wir für die Menschen Ärzte, die Leute brauchten, 70% der Menschen zu dem Zeitpunkt, auch jetzt noch ist das so, sind Farsi-Speaker, das heißt, sie sind halt aus Afghanistan oder Iran, und entsprechend, genau, war einfach das auch die Masse der Patienten, die wir hatten, und deswegen war es halt immer sehr gut, weil wir halt einen direkten Kontakt hatten, was sie sehr gefreut hat, weil klar, bei mir auch so, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und im Ausland bin und da ich bin krank und ich wäre krank und ich müsste als Ärztin tatsächlich zum Arzt oder zu einer Ärztin, dann würde ich mich auch freuen über einen deutsch sprechenden Arzt oder Ärztin, um das halt wirklich verständlich zu machen, was ich eigentlich jetzt habe, was ich, genau, was in meinem Körper abgeht.
Entsprechend war es bei denen auch so, dass wir irgendwann ein relativ gutes Verhältnis hatten. Und immer, wenn ich zur Arbeit kam, manchmal war das so, dass dann immer gesagt wird, Frau Doktor, stell dich in der Schlange an, weil das ist so das Einzige. Das heißt, das, was die Menschen da kennen, sich in die Schlange anstellen, von morgens bis abends. Eigentlich, ob es für Essen ist, ob es für Trinken ist, für einen Arzt ist, ob es für Papiere ist, ob es für, die bekommen so eine kleine Karte, bekommen halt einmal im Monat, können sie sich halt Geld abholen. Das waren damals 90, jetzt sind es nur noch 75 Euro im Monat. Um sich irgendwas kaufen zu können oder zum Beispiel in die Stadt fahren zu können, was genau dann schon mehr ist als das Geld, was sie bekommen haben. Aber entsprechend ist das halt schwierig. Auch die Menschen waren halt, muss man sagen, sind manchmal mit einigen Organisationen, ja, es ist halt immer die Frage, wie man behandelt wird. Und die Würde ist nicht immer doch gegeben. Ich würde ganz klar sagen, bei einigen NGOs ist das nicht so. Ich weiß nicht, es gab mal so Bilder, also nach dem Brand, da war ich gerade in Hamburg und hatte nur die Bilder gesehen, was nach dem Brand, nachdem die ganzen Menschen auf die Straße gegangen sind und nichts hatten tatsächlich. Und ganz klar von der Regierung, muss man sagen, wirklich ausgehungert worden, um in das neue Camp gehen zu müssen oder zu wollen. Dann plötzlich wurden von, was halt 2 Tage gedauert hat, kamen halt doch ein paar Menschen, die Essen verteilt haben. Und das, was man sieht, das ist tatsächlich wie Vieh Essen geben. Das wurde aus dem Auto rausgeschmissen. Die Menschen hatten seit 2 Tagen, damals waren da halt so 35, 40 Grad am Tag und dann nichts getrunken, den ganzen Tag nichts. Sie haben halt nichts, weil sie einfach, das Moria ist abgebrannt, ihre ganzen Sachen sind abgebrannt, sie haben kein Geld, sie haben gar nichts, sind auf der Straße. Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, alles. Und du hast halt nichts bei 35, 40 Grad. Ich meine, und dann ist da ein Auto mit Wasser und es schmeißt es raus. Ich meine, was passiert? Die Meute greift darauf zu und genauso war es. Es ist also sowas von menschenunwürdig gewesen. Und naja, so solche Sachen. Also es ist deswegen, ich suche mir schon ein bisschen aus, für welche NGO ich arbeiten würde und welche nicht. Ich, ganz sicher würde ich nicht für jede NGO arbeiten. Und das sind halt die Unterschiede. Ich weiß, es gibt da jetzt ganz viele, ich könnte wahrscheinlich Stunden darüber reden, ganz viele Einzelzeichen. Ja, alles klar. Also. Nee, aber es gibt einfach, genau, dann gibt es halt einfach auch religiöse NGOs. Das war meine Frage. Also so. Die sozusagen es auch forcieren ein bisschen. Missionieren dann auch in dem Sinne, oder? Also es gibt auch ganz klar Missionare da. Ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob die sich offiziell NGO nennen oder als religiöse Organisation dahin gekommen sind. Deswegen, aber letztendlich auch als Organisation zum Helfen dahin, religiöse und die missionieren, ganz klar. Und auch auf manchmal ganz schlimme Weise. Also sie haben es gemacht, jedenfalls praktiziert wurde es. Ich glaube, die Situation ist jetzt immer, ich rede halt viel von 2019 und Anfang 2020. Und dann hat sich vieles geändert, weil auch aufgrund der Corona-Situation, weil halt dadurch auch viele Organisationen nicht mehr so arbeiten konnten oder können wie vorher aufgrund von Kontakt. Aber vorher war es ganz klar so, dass es gab eine christliche Organisation, die den Menschen tatsächlich für die Bibel geschenkt hat und Geld gegeben hat dafür, dass sie in die Kirche kommen und dass sie konvertieren. Ganz einfach. Und die Menschen waren in einem so schlechten mentalen, physischen, insgesamt einfach in einem so schlechten Zustand und haben halt auch wirklich, ich meine, die Menschen haben wirklich gehungert und sie hungern immer noch in Kara Tepe. Die Menschen, die haben einfach nicht genug zu essen. In Europa, in einem Camp, was ja an Nachmittag ist, anscheinend sehr gut sein soll, auch winterfest sein soll. Und damals auch genauso, die Menschen haben gehungert, sie haben einfach nicht genug zu essen und dann kommt jemand und gibt ihnen, und selbst wenn der nur 50 Euro gibt, das ist halt so viel, weil du halt davon dir wenigstens doch irgendwie einen Apfel kaufen kannst, ein Brot kaufen kannst, irgendwas kaufen kannst. Entsprechend haben die Menschen das gemacht. Und ja, genau, das gab es auch. Es gibt auch sicher Organisationen, NGOs, die sehr, sehr wenig machen und sehr, sehr viel Geld einsammeln und das wird denn, ich weiß es nicht, in Verwaltung oder was auch immer. Es gibt alle Varianten, was halt passiert. Deswegen gucke ich ganz gerne, dass die NGO, wo ich arbeite, politisch jedenfalls ein bisschen vor allem, dass so, dass es halt mit den Menschen zusammen ist und dass man halt versucht, die Gesamtsituation vielleicht zu ändern, weil
Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Aufgabe, in ein europäisches Land zu gehen, in ein Camp zu gehen und zu versorgen, weil das einfach Europa nicht schafft oder nicht will. Nicht, dass es schafft, genau, nicht will. Das ist ganz klar. Also sieht man spätestens Karatepe 2, sonst ist es nie entstanden, sonst würde es nicht immer noch existieren. Und das ist ganz sicher nicht meine Aufgabe. Egal, auch nicht aus politischer, es ist die Aufgabe Europas, der Staaten. Und entsprechend muss man halt gucken, wo man hingeht, denke ich. Aber hast du, ich würde es halt denken. Wir sind alle erstarrt. Freeze. Jetzt wissen wir drauf. Kommt historisch immer einmal pro vor. Insofern sind wir im Soll. Du hast aber die Möglichkeit, dir das auch auszusuchen, was so. Also wenn du jetzt sagst, wie viel 70 NGOs da? 83 NGOs versammelt. Es sind natürlich nicht alles medizinische NGOs, sondern viele, es gibt NGOs, die organisieren, machen Schulen, es gibt NGOs, die organisieren. Es gibt NGOs, die organisieren Frauenbereiche, es gibt NGOs, also ich sag mal, in allen Bereichen gibt es welche größer und kleiner und es gibt halt die Medical NGOs, das heißt die medizinische Versorgung machen, an die ich natürlich interessiert bin, weil es macht halt Sinn, dass ich in dem Bereich arbeite, weil das ja mein Job ist. Und bei dir steht bestimmt immer die längste Schlange, weil du quasi Wundärztin bist, oder? Aber auch endlich, weil ich sag mal so, es gibt viele Sachen, zum Beispiel viele Frauen, Übersetzer sind Frauen, gibt es einfach eigene Themen, die man ungern vor jemand anderen nochmal mitbespricht. Und deswegen waren speziell Frauen immer sehr glücklich, direkt mit mir zu sprechen. Und ansonsten, ja, klar, auch so wie ich es gesagt habe, ich mit jemandem in der Sprache, die ich am besten spreche. Du hast jetzt zweimal gesagt, die Zustände in dem Lager angesprochen, dass sie so hart und furchtbar wären. Willst du das vielleicht ein bisschen genauer erzählen? Also was mir immer einfällt, ist so ein scheiß Telefon, Handy, Video von der Tiereneinrichtung, das schon Wahnsinn war. Ja, ich kann, also es ist so, ich berichte mal von beiden. Ich fange mal mit Moria an. Moria war so, dass man Moria eigentlich gab aus Mytilene und es ist halt so, dass man ungefähr so vielleicht so 100 Meter vor mir, das war auch spannend, man riecht Moria wieder. Man ist da angekommen und der Bus sozusagen, also genau 100 Meter bevor er angekommen ist, hat das wirklich bestialisch gestunken. Und als man angekommen ist, wusste man auch warum, weil halt genau die sanitären Anlagen bestehen aus Dixi-Klos. Es gab in Moria auch andere Klos, aber regelmäßig, wo das überflutet ist. Und dann war sozusagen die gesamte Straße davor, es war ein Riesen, das war nicht Wasser nur, sondern es war halt ein, genau, Kloak und da permanent da Müll. Ich meine, ein Gebiet, was halt für oder konzipiert ist und wo dann halt am Ende 20.000 Menschen sind, kann man sich überlegen, wie das funktioniert hat mit dem Müll. Gar nicht, überhaupt nicht, weil überall waren mega viele, ja, einfach Müllhaufen, die auch von den streunenden Hunden, von Kindern, von allem, einfach die sozusagen da lagen, es hat bestialisch gestunken. Dann ist das so, genau, sanitär, die Menschen, was haben sie gebraucht? Halt nachts bzw. ab abends, wenn es dunkel wurde, versucht, nicht mehr auf Toilette zu gehen, weil es abgesehen davon, dass das so war, dass das für sie persönlich beängstigend war, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil es ist ein Hort von 20.000 Männern gedrängt, super eng, stockdunkel und da kann alles passieren und nicht gewaltig da gewesen, so viel und andere. Super schnell an ein Wort fällt. Die Menschen drehen halt durch, weil sie eh am Limit sind. Und dann noch die sexuelle Gewalt dazu bei Frauen und Minderjährigen, was auch wirkliches Problem war und ist. Entsprechend, genau,
Horrorsituation für Frauen, für Minderjährige, für alle, aber mal speziell, sage ich mal, dann ist das so, dass da keine Frage, die Mischung ist einfach nicht, wenn man ehrlich ist, ist zu wenig, das heißt, man kann das nicht, es ist nicht mal die Basis der medizinischen Versorgung gewesen, weil es einfach zu wenig, weil du nicht an die Menschen rangekommen bist, also an die einige, aber viel, viel, viel zu wenig. Das heißt, wir haben es geschafft, vielleicht 18.000, 20.000 Leute da, ich meine, und die sind alle, abgesehen von ihrer psychischen Problematik, haben sie alle irgendwelche Hauterkrankungen, haben alle irgendwelche anderen Probleme. Mit Psyche geht auch auf massivste Kopfschmerzen, die nie aufhören, massivste Rückenschmerzen, die nie aufhören, alles Mögliche. Es gab Container, in dem Camp gab es Container, das neue Camp Quarantäne, in dem Container gab es halt auch tatsächlich so Heizstrahler, sodass es da drin doch im Winter auszuhalten war, wenn du einen Container hattest, in einem Container, so ein normaler Container, den man halt kennt, da haben so 16 bis 20 Menschen, entsprechend waren die Menschen, aber halt auch ganz, ganz viele Menschen, die halt sozusagen neben, weil es halt so voll dabei gab, es sozusagen Olivenhang oder Jungle oder wie man auch viele Namen gab es dafür, es war sozusagen einfach direkt daneben, außerhalb der Zäune, wo halt die Menschen dann in Zelten gelebt haben. Und da gab es genau entsprechend natürlich nichts. Es war halt in Zelten, es war halt super kalt, wenn es geregnet hat, weil es ein Hang war, ist der ganze Matsch alles durchgegangen, sodass halt alle in dem Zelt sozusagen so Europaletten hatten, damit da drauf, wenigstens das, wenn das nicht zu hoch war, drunter fließen konnte. Genau, dann ist das halt so, dass man meistens sich morgens 5 angestellt hat. Um 8 gab es Frühstück, um 5 hat man sich angestellt. Ich meine, es sind 20.000 Menschen da oder auch wenn es nur 15.000, selbst wenn es nur 10.000 Menschen sind, alle bekommen an einer Stelle Essen, das heißt, es gab lange, morgens um 5 hat man es angestellt und wenn man Glück hatte und ja, dann ist man halt irgendwann um 8 rangekommen oder man hat sich, war sozusagen einer der ersten vorne, aber ja, sonst hat man meistens gewartet bis kurz vor, das heißt, hat an der Schlange gestanden, meistens 3-4 Stunden, dann hat man das Essen, weil oft ist das so, dass einer ist für die ganze, zum Beispiel im Container, hat das halt einer für die gesamte Gruppe mitgenommen, weil damit nicht alle da anstehen. Ja, und dann haben sie das oft organisiert, dass zum Beispiel einer den ganzen Tag angestanden hat, weil nachdem man das Frühstück zurück war, konnte man sich eigentlich direkt wieder anstellen, um das Mittag zu bekommen. Dann hat man wieder 3-4 Stunden angestanden, dann hat man das Mittag hingebracht und dann konnte man sich wieder anstellen, um das Abendbrot abzuholen. Das heißt, einer war eigentlich durchgehend damit beschäftigt, in der Schlange zu stehen, was für Familien manchmal sehr, sehr anstrengend und schwierig war, was für Menschen im Zelten viel, viel schwieriger war, was die Masse war, als in den Kontrollen natürlich. Man dann auch die ganze Zeit vom Feld weg ist. Man die Kinder entweder mit in die Stange nehmen muss, die das nicht aushalten. Kleine Kinder, 3 Stunden, 4 Stunden in der Stange, wissen nicht warum. Ja, gut, genau das. Denn ich sage insgesamt einfach, das ist ein Ort, der, ja, ich finde es gut, da draußen spielen, als immer nur vor ihrem Computer. Oder, das haben wir auch keine Zeit, weil es gar kein dieses Draußen von den Kindern war, dass sie sozusagen in den dreckigen Pfützen in den Müll und mit im Müll gespielt haben. Den ganzen Stress, den ganzen von den Eltern alles auch zusätzlich mitbekommen haben. Entsprechend, ich habe sowas kleine Kinder, sondern wir sprechen Kinder von unter 10 Jahren, Kinder, die 8 Jahre, 7 Jahre sind, die nicht mehr leben wollen. Wo man sich fragt, wie kann ein kleines Kind überhaupt auf die Idee kommen, was Leben ist? Mit 8 Jahren, das ist halt schon, muss man sagen, das ist einfach so. Es ist einfach keine Hoffnung, es ist nicht da, nach den Menschen, die diese ganze Reise gemacht haben, also Reise, Flucht, wie auch immer, mit der Hoffnung in Deutschland zu kommen, dann kommen sie in ein Lager an und es ist einfach ein Albtraum. Es gibt keine, wie ich das ausdrücken soll. Und entsprechend sind die Menschen dann auch, weil auch viele, die ich da erlebt habe, sind 1, 2, 3. Es gab einen, der war 4 Jahre da, 4 Jahre. Ich meine, da ist nichts mehr, da ist keine Hoffnung mehr, das ist komplett leer. Die sind einfach leer von allem. Ich werde manchmal immer noch, also wenn ich nicht da einfach, muss ich gleich wieder
ist das unfassbar, unfassbar. Aber ich kann, es gibt tausend Sachen. Das ganze Leben ist unfassbar. In so einem Tag, das ist einfach nicht mal für ein Tier. Also wirklich. Wenn es so viele Leute, der, wenn es Leute sind, die eine Sache gewonnen haben, dass sie eine Fluchtpflichte haben, wie da muss man auch weniger aus dem Leben auch. Dann, ich finde das auch wie so eine Druck so zu allem. Ja, eigentlich, das ist halt das Nächste. Deswegen halt viele Leute hatten sehr, sehr viel Angst. Wo im Alter also die neue Lage ist sehr, sehr viel ja, sehr, sehr viel kämpfen. Ich bin sehr nach wird. You are currently the only person in this conference.
So, das Problem, nicht so gut, beziehungsweise ich muss es schon. Oder meine? Nein, es ist. Nein, nein. Ich weiß, genau. Ja, tut uns leid, jetzt, wir machen jetzt auch regulär weiter. Wir waren Zustände, Lager, Auseinandersetzungen und Kämpfe. Genau, du hast gefragt, ob viele Auseinandersetzungen und am Ende, genau, so ist das. Also das ist halt auch ein Problem, weswegen viele Menschen auch Angst haben, auch Junge. Also gerade, es gibt ja eine große, große Anzahl an Minderjährigen da, also die halt unter 18 sind. Ein nicht unerheblicher Teil, nämlich 40%. Und es ist halt so, dass die 40%. Ja, damals, jetzt ist das ein bisschen weniger, aber 40%. Es ist halt so, die halt extrem Angst hatten, weil ich meine, sie sind halt alleine, ohne Familie, ja. Sie haben halt, genau, da sind halt etwas größere Jungs, Männer, die dann halt doch schnell mal Ärger machen, weil die halt auch am Limit sind und dadurch gab es halt, es gab viele, muss man sagen, Auseinandersetzungen mit auch Verletzten und auch mit Toten, das gab es auch, das war selten, aber mit Schwerverletzten oder Verletzten war fast täglich. Ja. Also jede Nacht. Dann da, also wie wird sowas dann geregelt, wenn es so eine gibt es da so, läuft da eine Polizei durch die Gegend? Da ist eine, also auf dem Camp, also im Camp ist durchgehend Polizei. Also jetzt in dem neuen Camp ist das ganz schlimm, da ist richtig viel Polizei, also richtig viel präsent, auch unangenehm präsent. Und in dem alten, da gab es eine Polizei, sowohl eine richtige Station, wo halt Polizisten waren und halt direkt am Tor halt auch. Ja. Und es ist halt so, wenn sowas passiert ist, das hat die eigentlich nie interessiert. Ja. Außer, eigentlich hat, wenn man ganz ehrlich ist, hat das sie nie interessiert, bis halt jemand gekommen ist und gesagt hat, ihr müsst jetzt mal einen Krankenwagen rufen. Haben sie auch nicht immer gemacht und auch heutzutage ist es, also Beispiel, das war jetzt keine Auseinandersetzung, aber ich habe gerade erst gehört, das ist kein Einzelfall, im neuen Karatepe eine schwangere Frau, die ist halt im 9. Monat und sagte, sie hat Schmerzen und hat wirklich Schmerzen gehabt und sie will ins Krankenhaus und die meinte, nein, sie rufen keinen Krankenwagen und dann ist das so, dass sie da geschrien hat und meinte, es geht ihr schlecht. Das Ganze hat insgesamt 3 Stunden gedauert, nach 3 Stunden kam der Krankenwagen, aber leider ist das Kind da zur Welt gekommen und gestorben, also es ist einfach tot. Ist halt so, dass sie wahrscheinlich eine Komplikation hatte und das Kind dann sozusagen gestorben ist. Das ist wirklich keine Seltenheit. Das passiert sehr häufig. Das ist genauso mit Verletzten. Es ist halt manchmal so, die Polizei entscheidet, ob sie einen Krankenwagen ruft oder nicht. Deren Entscheidung, ob sie sagen ja oder nein. Und entsprechend bekommt man medizinische Versorgung oder nicht. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die medizinische Versorgung auch in Mytilini in dem Krankenhaus die beste ist. Gerade wenn man auch ein Geflüchteter ist. Weil das nochmal ganz sicher eine Einschränkung ist, weil die einfach nicht jeden nehmen. Das ist halt einfach so. Ja. Da kommen halt manchmal, immer wieder passiert das. Also ich weiß nicht, es gab halt, ich kann jetzt so ein paar Schlagzeilen bringen, will ich gar nicht, aber... Genau, aber es passiert halt immer wieder. Es ist halt am Ende so, das Krankenhaus entscheidet und wenn das halt Gefühle sind, dann ist das so, dass sie halt oft die Menschen abweisen. Und das führt halt manchmal, je nachdem, dazu, dass das halt Folgeschäden hat für einen kranken Menschen. Und wenn ein Mensch doch irgendwie etwas Ernsteres hat, das ist genau wie am Ende muss man einen Menschen untersuchen und gucken, ob es halt was Ernstes ist oder nicht. Ein Schmerz kann einfach ein banaler Schmerz sein, kann aber auch etwas Schlimmes sein. Ja. Und das kann sowohl mit einem jungen als auch mit einem alten Menschen passieren. Entsprechend muss man das untersuchen und wenn man es nicht untersucht, weiß man es einfach nicht. Und das ist da oft der Fall, weil das halt junge Menschen sind, das gesagt hat, ach, ist ja eh nichts, geh nach Hause. Und dann ist das leider aber doch ein akutes Nierenversagen gewesen und das Erbrechen war halt die Ursache. Und der Patient ist ab dann dialysepflichtig mit 20 Jahren, was nicht hätte sein müssen, was man vielleicht hätte. Und es viele, viele... sagen, wie nennt man das? Es ist halt am Ende die Schuld des Camps, der Camp Manager, Europa, wo immer. Es ist sozusagen nicht ein Schicksal, was passiert ist, sondern man hätte es verhindern können, weil wir die Möglichkeit haben. Wir sind nicht irgendwo in der Wüste, wo wir nichts haben, sondern wir sind in Europa. Wir sind
wir hätten alle Möglichkeiten, die Menschen zu versorgen, aber es wird einfach nicht gemacht. Und wir auch als NGO oder als Ärzte der Board, man hat ja nicht alles, das heißt, man braucht halt trotzdem so eine Status. Und wenn die nicht kommt, dann gehen wir. Ja, also das, was du erzählst, kommt mir eigentlich in so einer Logik vor, Flüchtlinge von Europa abzudrängen. Das sind einfach die Fluchtursache, die Fieber und dann auch diese Camps irgendwie so. Das ist. Es ist ganz klar, also ich muss sagen, man sieht es halt daran, dass nach Moria, nachdem es abgebrannt ist, es tatsächlich so ist, dass sie ein neues Camp, was noch menschenunwürdiger ist, geschaffen haben. Also ich meine, ein Camp zu schaffen für Menschen ohne fließend Wasser, die Frauen, die sind da, also sie haben was, die bauen sich jetzt selbst, der UNHCR war ganz stolz, weil er es geschafft hat, 10 Eimer den Menschen zu geben, damit sie Eimer mit kaltem Wasser haben und sich dann duschen können. Es sind halt auch, ich weiß nicht, von hier sich auf die Straße stellen mit 10.000 anderen Männern, die halt zugucken und duschen. Es macht keine einzige Frau da. Das ist halt sozusagen entsprechend ist das so, dass die Menschen weder ihre Kinder waschen konnten, noch die Frauen sich waschen konnten. Die Männer haben halt teilweise dann haben halt sozusagen ausgezogen, haben nur die Hose angehabt und haben da halt wenigstens geduscht. Die Frauen konnten es nicht. Die haben es dann versucht im Zelt. Die Zelte haben ja eh keinen Boden. Ich meine, das sind UNHCR-Zelte für Menschen zum Leben. Ohne Boden. Und entsprechend kannst du dann natürlich auch in dem Zelt ein Eimer benutzen, das stimmt, wenn das Zelt nicht mit 100 Menschen besetzt ist, sondern wenn du ein kleineres Zelt hast, weil wir ja Großzelte haben und dann geht das halt auch wiederum nicht. Das heißt, was die gemacht haben, sind sich so kleine viereckige Konstruktionen zu bauen mit Schlafsack drum, immer, damit sie den Eimer irgendwie waschen können. Das Wasser immer eiskalt oder du musst halt versuchen mit einem kleinen Feuerchen, was verboten ist, wegen Brandgefahr. Elektrizität gibt es da selten, also es gibt keine regelmäßige Elektrizität, sondern es gibt halt ein paar Strom Kästen und die sind halt, fallen permanent aus, weil auch immer Regen ist und das alles im Wasser ist, dann fällt alles aus. Und wenn Strom, dann ist er eh nur abends da. Und jetzt im Winter, wo da auch so 0 Grad waren, war halt oft ein paar Tage gar kein Strom, sodass die Menschen nicht mal Heizung, also Heizbläser, was halt verschiedenste Freunde, NGOs angebracht haben, damit halt ein paar Zelte wenigstens ein bisschen sich aufheizen konnten, haben auch nicht funktioniert. Also. Genau, wenn man sich vorstellt, das sind halt, also so etwas konstruiert man. Das sollte ja nur ein Provisorium sein, soll immer noch ein Provisorium nur sein. Ich möchte mir nur überhaupt nicht vorstellen, wie dieses andere Camp, was geschlossen sein soll und im Middle of Nowhere auf Lesbos gebaut wird, wie es da drin ist, weil da niemand mehr Zugang hat. Jetzt ist es schon so, dass Journalisten kaum Zugang haben in dieses Camp, weil sie nicht wollen, dass man von innen irgendetwas Film zeigt. Es ist so, dass man strafrechtlich verfolgt wird, wenn man auch die Geflüchteten, wenn man von innen sozusagen Fotos macht, also die passen da sehr auf, wie gesagt, unangenehm viel Polizei, die halt aufpassen, weil sie genau das nicht wollen. Davon ab ist ja so wenig Strom, dass die Menschen eigentlich kaum, also auch selbst mit PowerPoints, wovon nicht zu viele da sind, sie können halt ihre ganzen Fotos gar nicht aufladen. Ja. Entsprechend ist der Kontakt deutlich, deutlich geringer und damit auch die Publizierung, das heißt einfach Veröffentlichung von vielen Sachen, deutlich, deutlich erschwert. Du hast es ja schon eben jetzt schon ein paar Mal so, schon, dass die Leute auch so mental völlig durch sind. Gibt es sowas wie eine, soll ich sagen, so eine psychologische Betreuung oder so? Und Teil 2 der Frage, wie ist das mit euch? Ja, also das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das weiß ich jetzt, aber. Es gibt psychologische Betreuung und zwar Ärzte ohne Grenzen, MSF ist in Wiedingen, hat eine Klinik in der Stadt, die auch sehr, sehr gut sind, aber eine Kapazität von, sie haben, ich weiß nicht wie viel, damals hatten sie 2 Psychiater, ich glaube eine Psychologin. Es war halt so, dass auf alle Fälle Therapieplätze viel, viel, viel waren, weil man auch so traumatisiert, wie die Menschen sind, haben die teilweise, wir hatten halt ein paar, die haben eigentlich nur maximal gefährdet, das heißt eigentlich Menschen, die schon einen Suizidversuch gemacht haben oder mehrere und wo wirklich gar nichts mehr ging, die eigentlich haben die nur noch solche Menschen aufgenommen und selbst das war schwierig, weil wir davon richtig viele Menschen hatten und wir die nicht unterbringen konnten. Dann gibt es jetzt gibt es sozusagen immer mal wieder, wird mal wieder geschlossen, wird wieder aufgemacht von MVI, psychologische Unterstützung.
Insgesamt ist das für die Masse an Menschen auf alle Fälle viel zu viel. Eigentlich bräuchte jeder von denen psychologische Unterstützung, weil alleine die ganze Fahrt, was ich ja schon gesagt habe, das heißt eher, oder die ganze Reise, Fluchtgeschichte, schon von vielen mehrere Monate war, wo sie viele schlimme Sachen erfahren haben. Einige vielleicht nicht ganz so schlimme Sachen, aber genug. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns das durchhalten würde, so eine Flucht zu machen und dann in so einem Lager zu landen. Und spätestens, wenn man dann in dem Lager ist, spätestens selbst wenn die Flucht und man super tapfer war, das alles geklappt hat, was schon echt erstaunlich ist, weil man wirklich viel Kraft braucht. Und dann kommt man in diesem Lager, weil man ja eigentlich denkt, jetzt ist man angekommen, jetzt geht's los, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Aber dann kommt man in dieses nächste Loch, wo jetzt ist ja, was ist denn jetzt los? Ich bin in Europa, aber jetzt werde ich behandelt, noch schlimmer als ein Tier. Keiner will mich hier haben. Alle, eigentlich wollen die alle, das ist das, was die meisten denken, eigentlich wollen die alle, dass ich lieber sterbe. Das ist halt besser, als hier zu sein. Und mit dieser Einstellung, spätestens nach 2-3 Monaten in dieser Camp, bist du auf alle Fälle. Dann spätestens hast du auf alle Fälle deinen psychiatrischen oder psychischen Ausnahmezustand. Und deswegen braucht eigentlich jeder eine psychologische oder psychiatrische Betreuung, je nachdem, wie gravierend das ist. Bei uns ist das sicherlich auch so. Ich sag mal so, ich habe das deine Vorgänger in der Reihe halt auch gefragt, weil ich habe halt gedacht, okay, das sind alles Leute, du auch, was du erzählst, die, wie soll ich das ausdrücken, richtig hartes Zeug erleben. Also richtig, richtig hartes Zeug erleben. Da gehst du ja auch nicht dann irgendwann wieder zurück. Und es ist halt, das stimmt, also es ist richtig, es ist halt, man wird ja auch einem immer wieder gesagt, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen resistent gegenüber, was nicht gut ist, aber es ist, das stimmt, es ist furchtbar, was man sozusagen miterlebt, was man mithört und es geht einem sehr nahe und das nimmt man auch die ganze Zeit mit, aber wenn man sieht und weiß, was die Menschen damit machen, dann ist das nicht, also ist das nicht, ich gehe halt in meinen, ich kann mit meinem, ich muss es sagen, beschissenen deutschen Ausweis, kann ich überall hingehen. Ich gehe halt dahin, es passt mir nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich heule, ich gehe zum Flieger und fliege zurück. So, und dann gehe ich hier zum Psychiater, gehe halt, ich kann alles machen, was ich will. Ich kann mein Leben, also was war, also ich wüsste jetzt nicht so richtig, weißt du, wo ich, ja, es ist Schwachsinn, ich weiß, das sagen viele und es ist sicherlich sinnvoll, sich manchmal da auch Hilfe zu holen, aber wenn ich mir vorstelle, was die halt alles mitmachen, da ist das nichts dagegen, was wir da sehen. Ja. Also das aufzuwiegen, weil wir haben halt unser geschütztes, klar, alle Möglichkeiten, genau, wir hungern nie, wir frieren nie, wir haben, ja, was auch immer. Ich habe schon mal wieder eine Frage, auch wenn glaube ich nicht mehr die Regierung macht ja nichts. Lässt ihr euch denn wenigstens eure Arbeit machen oder werden euch auch Steine in den Weg gelegt, wenn du sozusagen deine Arbeit da machen willst? Also es werden massiv Steine in den Weg gelegt. Das ist so, dass sich das immer weiter zuspitzt. Es ist so, dass das im alten Lager, wo ja schon schwer war, da haben sie sozusagen, deswegen sage ich ja, es sind halt 2 Organisationen drin gewesen, die auch ein bisschen bluten mussten dafür, dass sie drin waren, entsprechend sich sozusagen an Kodex, an bestimmte Sachen halten mussten, zum Beispiel die griechische Regierung nicht kritisieren, das Lager nicht kritisieren, sonst, ja, ist halt so, sonst ist es halt schwierig, dass du eine Genehmigung bekommst. Ja. Aber jetzt in dem neuen Lager ist es das so, dass sie eigentlich allen Organisationen nur Knüppel zwischen die Beine werfen. Sie versuchen halt sozusagen nicht nur die Arbeit zu behindern, sondern es ist halt so, dass sie auch dort die Menschen versuchen zu kriminalisieren. Es ist halt so, dass sie versuchen, alle NGOs so weit zu kriminalisieren, dass sie sagen, dass die in Wirklichkeit eigentlich ja keine wirkliche, dass die sinnlos da sind, dass sie keine wirkliche Arbeit leisten. Die griechische Regierung wäre eigentlich ja mit allem sozusagen zufrieden aufgestellt. Es ist so, dass Mitsotakis, der griechische Präsident, gesagt hat, Karatepe, das neue Camp, ist komplett gut, winterfest und so, wie man es sich halt vorstellt. Ich meine, ich weiß nicht, ob schon mal jemand
von den neuen Grafikbildern gesehen. Es gibt massig, kann man nachgucken. Es ist so, dass das ganze Gebiet halt unter Wasser stand jetzt die ganze Zeit. Jetzt zum Glück regnet es gerade halt nicht mehr so viel, deswegen ist da halt kein Wasser mehr. Es ist ungefähr knapp 2 Monate haben die Menschen eigentlich im Wasser gelebt. Wie gesagt, die Zelte haben ja keine Böden. Sie haben versucht, selbstständig da Euro, was ihnen verwehrt worden ist, dann haben NGOs das versucht, was denen verwehrt worden ist, dann haben NGOs versucht, drin Essen zu verteilen, weil das Essen nicht ausreichend war, weil es halt das Militär verteilt, aber nicht ausreichend und nicht vernünftig geschafft hat. Dann wurden die strafrechtlich verfolgt werden würden, weil das sozusagen nicht erlaubt ist. Es ist so, dass Zeugverteilung nicht erlaubt worden ist. Es ist so, dass kurzfristig für 2-3 Tage alle NGOs plötzlich komplett ohne Begründung rausgeschmissen worden sind aus dem Camp. Alle, wie sie da waren, und es wurde gesagt, ja, ihr seid alle nicht regiert, was teilweise stimmt, an welche Regierung geht, weil man sich halt immer wieder neu registrieren lassen muss und sie nicht hinterherkommen und dann sagen sie, ah, du hast deine Registrierung nicht. Mhm. Naja, so entsprechend sie, also es gibt viel, viel, wie sie einem zwischen die Beine werfen, Also das findet ganz sicher statt. Dann noch eine Sache. Die Person ist leider wirklich nicht mehr da. Aber es gab so eine Person, die gefragt hat, dass ja sozusagen da auch Geld benötigt wird, ob du Empfehlungen hättest, wo man sagen würdest, hey, das würdest du Empfehlungen mal hinspenden könnte. Und wenn ja, ob wir die Links denn sozusagen vergeben können. Also es ist schwierig, ich sage mal, es ist ja immer so ein bisschen so, wer, also es gibt viele Möglichkeiten. Persönlich kommt da, ist eher die No-Kitchen, sozusagen die sehr gute Art auf Lesbos, die ganze Zeit schon essen, die arbeiten mit den zusammen und sind super gut. Und dann, klar, MVI würde ich, habe ich ja gehört, das würde ich auch auf alle Fälle empfehlen. Dann gibt es die Mare Libero, das ist nicht nur jetzt auf Lesbos, das sind halt Freunde, die sozusagen mehr das die gesamten Dokumentation, was halt auf dem Meer passiert, mit den Pushbacks, mit Gewalt der Polizei, mit Kriminalisierung und allem. Das ist sicher auch eine sehr gute Organisation, die man unterstützen kann. Und ansonsten würde ich jetzt ganz schnell spontan nichts einfallen, ohne dazu einen Kommentar geben zu müssen. In die Lage wollen wir dich nicht reinbringen. Genau. Und No Border Kitchen, glaube ich, das ist wahrscheinlich uns politisch am nächsten. Genau, das habe ich so. Wie du dir denken kannst. Ja, ja, so habe ich das auch gedacht. Also wenn ihr wollt, können wir das gerne in den Chat oder auf die Telegram-Gruppe setzen, dass ihr das dann auch nachlesen könnt. Das Camp ist abgebrannt und ist dann, ich sag's mal, betont vorsichtig evakuiert in ein Camp, von dem du ja eben gerade erzählt hast. Das sind doch jetzt aber weniger Leute in dem neuen Camp. Genau, es ist halt so, sie hatten halt da, als es abgebrannt war, damals waren schon, sie hatten sozusagen im Sommer, früher Sommer, relativ viele Menschen nach Athen transferiert. Was jetzt nicht heißt, dass es ihnen besser geht, aber sie wurden nach Athen transferiert, sodass zuletzt am Ende, ich sage mal, es gibt so eine vage Zahl, das ist nicht ganz klar, was die Griechen da mit den Zahlen gemacht haben, aber ich sage mal, zwischen 11.000 und 13.000 waren zuletzt in Moria, als es abgebrannt ist. Wir waren da auf der Straße. Das neue Camp sind dann offiziell zugelassen, 9.300, als das im September sozusagen, das war ja Mitte September, aufgenommen. Und inzwischen sind dann noch 6.000, sie transferieren weiterhin sowohl nach Athen als auch die wenigen, die halt jetzt mal zum Beispiel in Deutschland angekommen sind. Warum nach Athen? Bessere Kontrolle da oder ist
Nein, das, also letztendlich ist das so, es gibt halt viele Probleme auf der Insel, auch mit der Bevölkerung da. Und es ist halt so, dass sie das Problem letztendlich ein bisschen verlagert haben. Sie haben die meisten, die sozusagen eine ID hatten, das heißt, die zugelassen wurden, also die positiven Bescheid bekommen haben, die müssten ja eigentlich eh nicht auf der Insel bleiben, abgesehen davon, dass es eh eine Frechheit ist, aber die haben sie nach Athen transferiert. Allerdings was gemacht haben, was halt eine Katastrophe war im Sommer, deswegen, da hatte ich dann halt in Athen gearbeitet, ich glaube, das ganze letzte Jahr war ich halt immer in Athen. Da war das so, dass die Menschen dann in Athen angekommen sind und in den Park gebracht wurden, beziehungsweise das Gesetz. Und da haben die Menschen ja, im Park, auf der Straße, überall übernachtet, gelebt, hatten 0,0 wieder die Zivilisation, weder Essen noch Trinken, noch, ich sag mal, einfach nur eine Toilette, noch irgendetwas, nicht mal, um halt irgendwie im Zelt zu schlafen. Also sie haben halt wirklich da offen Familien, alle in, unter anderem, es gibt halt so einen Victoria-Park, der ist halt relativ bekannt, weil sie da alle hingebracht worden sind und da wirklich viele geschlafen haben. Und zeitweise hat die Polizei das dann immer mal wieder geräumt, hat dann Menschen in Camps gebracht, in nicht und indem sie alle ja, von dem Platz einfach verjagt haben. Geht irgendwo hin, und dann, ja. Genau, und die Menschen dann am Ende dann wiedergekommen sind. Momentan ist der Weg nicht so voll. Es ist halt so, dass sie momentan, sie hatten dann auch tatsächlich im Winter einige Menschen auch mit IOM zusammen hier und UNHCR haben sie Menschen in Hotels gebracht. Also das ist sozusagen jetzt, ich denke, die Saison zusammen sich vielleicht und vielleicht wird dieses Jahr ja doch dürfen, wie auch immer, jedenfalls so, dass die gerade alle rausgeschmissen werden und wieder in den Park. Also es gibt da in Athen, muss man sagen, sehr viele Menschen auf der Straße, Jugendliche, Familien und Kinder. Da gibt es auch viele NGOs und speziell um die Kinder versuchen sich halt einige NGOs zu kümmern, dass die halt eingesammelt werden, aber nichtsdestotrotz ist es schlimm, dass ein Kind auf der Straße ist, aber es ist auch genauso schlimm, wenn ich 20 bin und auf der Straße bin oder wenn ich eine Familie bin. Und Mann, was auch immer, es ist halt einfach, die Menschen werden halt sozusagen komplett alleine gelassen da und bekommen halt gar nichts mehr. Man hat halt 10 Tage Zeit, wenn man seine ID bekommen hat, sich einen Job zu suchen, eine Wohnung zu suchen. Ja, und Konto zu ziehen und so, ja. Genau, ja. Wunderbar. Ja, das ist halt für alle unmöglich, deswegen. Oh. Wenn jetzt Leute, die sehen oder generell, wie wenn jemand hin will, um dort etwas zu machen, zu was würdest du raten? Also jetzt nicht zu welcher Organisation oder so, aber bei den Schiffen ist es ja offensichtlich so, dass es da eine Seite gibt, wo dann draufsteht, hier, das und das brauchen wir, die und die Leute mit der und der Qualifikation gerne. Gibt es das auch für Lesbos oder das? Es gibt keine, nee, weil du sagen, weil das halt schwieriger ist, weil das halt nicht eine, wie gesagt, es gibt da endlos viele Organisationen und man muss sich selbst ein bisschen überlegen, was man will eigentlich. Also zum Beispiel, ich gucke jetzt nicht danach, wo ich jetzt vielleicht eine Schule aufmachen kann. Genau, eine Schule auf, sondern ich gucke halt nach einer Medical NGO und so. Entsprechend muss man halt gucken. Es gibt, man braucht einfach nur Lesbos eingeben, NGOs, da tauchen alle auf. Ja. Und dann ist das halt so, genau, dass man halt am besten ist, die Organisation an, also vielleicht gucken den Hintergrund einmal, was das für eine ist, aber dann die direkt anschreiben und fragen, was braucht ihr direkt? Also zum Beispiel sage ich jetzt mal, wenn man so No Border Kitchen jetzt gehen wollte, es macht halt keinen Sinn, da hinzugehen, ohne vorher angefragt zu haben, weil es halt einfach Sinn macht, manchmal zu sagen, wie lange man da ist, weil die Zeit ist wirklich wichtig, weil wenn Menschen nur manchmal für eine Woche kommen oder 2 Wochen, das ist für ganz fixe Berufe, die sozusagen nur direkt gebraucht werden und sonst nichts, kann man das machen. Aber sonst, ich sag mal, für allgemeine Organisationen ist das halt meistens besser, wenn man ein bisschen länger da ist, weil man sozusagen gerade 1-2 Wochen überhaupt braucht, um reinzukommen und dann erst die Arbeit richtig vollführen kann. Wenn man dann schon wieder weggeht, dann ist das halt eher stressiger für die Menschen vor Ort, für die NGOs, als dass sie halt tatsächlich da wirklich effektiv helfen. Das heißt,
am besten im Netz gucken, sich selbst überlegen, was man machen will und dann gucken und die direkt anfragen. Kann ich nicht sagen. Passend hierzu ist auch eine Frage aus dem Chat. Wie können wir euch von hier aus unterstützen, ist so die Frage. Wow, das wäre genau meine Frage jetzt gewesen. Sehr gut, ja. Kämpft, macht irgendwas, ich weiß nicht. Es ist halt so, diese Camps müssen geschlossen werden. Es ist so, dass jetzt seit ein paar Monaten sie auf den Kanaren genau dasselbe machen. Das heißt, was machen sie? Sie produzieren, ich nenne das jetzt mal Moria 3, weil Moria 2 ist schon Karatepe. Es ist so, dass sie jetzt auch nicht mehr die Menschen von den Kanaren ans Festland transferieren, sondern sagen, sie behalten sie halt auf den Kanaren. Und was da passiert, ist genau dasselbe. Die Menschen werden jetzt in ein Lager eingefärbt. Es sind halt permanent Faschisten da, die jeden Tag vor denen demonstrieren, jeden Tag die kleine Kinder bedrohen, mit Steinen bewerfen. Also es ist Erstaunliches, was gerade Furchtbares auf den Kanaren passiert. Und das ist das, was sozusagen letztendlich hier passieren soll. Ich meine, das ist der Migrationspakt. Das ist das, was Europa gerne möchte. Migrationspakt mit Camps, die außerhalb oder an den Rändern Europas sind. Und das ist das, was passieren wird. Und wenn wir dagegen nichts machen, das heißt, der Migrationspakt, der jetzt bestimmt wird, wir sind diejenigen, die könnten versuchen, ihn irgendwie durch Aktion, was auch immer, da können ja Menschen sehr kreativ sein, vielleicht zu versuchen zu verhindern, weil wenn der durchkommt, was passieren wird, ist genau das. Das wird unser Alltag sein, diese Camps. Damit werden wir dann leben müssen. Ich weiß es nicht. Oder jedenfalls wird das unsere Zukunft sein, wenn wir da nichts gegen tun. Sprich, da kann man vielleicht helfen. Ich glaube, man muss nicht unbedingt immer vor Ort gehen, sondern man muss sich überlegen, was das für Konsequenzen, was da eigentlich passiert. Und das, was gerade passiert, ist sehr schlimm. Also wie gesagt, immer wieder Stichwort Migrationspakt. Das ist, glaube ich, etwas, was unterschätzt wird. Aber das ist das, was dann die Legalität ist. Momentan ist das alles illegal, was da passiert. Das heißt, theoretisch ist das, was der Europäische Gerichtshof sagt, Griechenland, das ist nicht in Ordnung, dass ihr denen nicht genug zu essen gibt. Das ist nicht in Ordnung, dass sie kein fließendes Wasser haben. Es ist nicht in Ordnung, dass sie in Zelten ohne Boden leben müssen. Es ist nicht in Ordnung, vieles, vieles. Aber mit dem Migrationspakt ist das legal. Das heißt, ab dann ist das so, dass du das machen darfst. Das heißt, dann brauchst du nicht mehr, dann ist nichts mehr ein Skandal, sondern das ist normal. Das ist Europa. Sprich, tut was. Ich hätte jetzt noch die Corona-Frage gestellt, weil wir da hier ja mit viel Gejammer drin stehen und dass das wahrscheinlich noch ein ganz anderer Schnack da sein wird. Ja, auf alle Fälle. Es ist halt so, dass das neue Karatepe, also Moria 2, das ist so, dass die Menschen in Mytilini, also Lesbos, Corona, es gab halt immer wieder einen Lockdown. Griechenland ist relativ streng mit dem Lockdown, was ich nicht unbedingt schlimm finde. Aber was sie halt machen, ist, dass sie sozusagen, wie bei allem, doch zwei Klassen darstellen. Es ist halt so, dass die Menschen in Mytilini zum Beispiel schon lange wieder raus durften, schon lange wieder sich treffen durften, während das Camp komplett verschlossen wurde aufgrund von Corona. Und das so ist, dass jeder Mensch da jetzt nur noch, es sollte ja ein offenes Camp sein, das hat die griechische Regierung gesagt, alle Menschen sollen da rein, das ist kein Problem, es ist ein offenes Camp. Von 8 bis 8 ist das offen, jeder kann rein, raus, was von Anfang an nicht funktioniert hat, weil sie jeden kontrollieren wollten mit allem Möglichen. Und auch jede Tasche kontrollieren, wenn man rein und raus geht und auch alles Mögliche nicht mit rein und rausnehmen darf. Aber Fakt ist, dass jetzt momentan sozusagen ein Mensch einmal die Woche für 4 Stunden raus darf. Und in Mytilini ist das so, dass man, das heißt die Hauptstadt von Lesbos, da ist das halt so, dass man eigentlich schon wieder raus darf. Man muss halt abends ab 21 Uhr müssen alle rein. Das ist in ganz Griechenland so, wegen des Lockdowns. Aber klar, ganz klar sind zum Beispiel auch die Camps, die sind komplett geschlossen. Es ist halt so, dass immer wieder, je nachdem, aber die Camps werden als erstes unter dem Argument Corona geschlossen, was meines Erachtens als Ärztin der totale Schwachsinn ist. Ja, weil es ist ja dann, man baut sich einen Hotspot selber. Genau, ne? Ja. Genau so. Ja. Das heißt, ich meine, das ist völlig widersinnig, ausgerechnet da, alles ja. zu schließen. Ich sage, ich mache einen Zaun und alle sind da drin, alle sterben, ist mir egal. Ja, das wäre sozusagen die Alternative. Ansonsten ist dieses Konzept total schwachsinnig, wie auch in Deutschland. Genau dasselbe. Deutschland macht ja dasselbe. Schließt die Camps und
dürfen in den Camps, wo sie sich halt alle anstecken. Also ich sag mal, da ist kein Unterschied. Aber das ist die Corona-Situation in Griechenland. Mhm. Es ist halt so, dass es Griechenland relativ streng ist, was ich schon gesagt habe, deswegen entsprechend sehr, sehr viel Polizei rumfährt und auch kontrolliert. Man muss da halt, ich glaube, ich war damals nicht hier, aber ich glaube, es war hier auch nur ausgehen durfte, zugrunde mit einem Grund oder so. Ja. Das ist in Griechenland schon seit Ewigkeiten so. Und alle Obdachlosen und alle Menschen, die auf der Straße sind, natürlich ein Problem haben, weil sie die ganze Zeit auf der Straße sind und die bekommen eine Strafe nach der anderen. Das sind immer 300 Euro und die haben sozusagen, die sammeln halt diese Papiere sozusagen. Keine Ahnung, was irgendwann damit passiert, weil alle inzwischen schon etliche Bußgelder bekommen haben, das natürlich nicht zahlen können. Ich meine, wie soll jemand, der nichts mehr bekommt oder keine Papiere, also entweder hat jemand gar keine Papiere mehr, weil er sozusagen illegal in Athen oder weiß ich nicht ist, oder er hat halt zwar Papiere, die noch nicht da sind, weil die Behörden zu sind, aber dafür halt überhaupt kein Geld, weil er nichts mehr bekommt vom griechischen Staat. Oder man ist halt sozusagen in der Schwebe und dazwischen und hat seine 75 Euro und die Strafe sind halt 300 Euro, das heißt, braucht man nicht drüber zu reden. Ja. Das ist 0,0 da, das Geld. Genau, das ist die Situation von Corona. Und falls jemand von euch zuguckt und bei Kuba Sea ist, dann würde ich mich sehr freuen, weil ich eine etwas vorhabe, würde ich mich sehr freuen, wenn der vielleicht in Kontakt über euch mit mir tritt. Das wäre ganz gut, weil es um Impfungen geht und ich würde gerne versuchen, Impfdosen für diese Menschen zu organisieren und das über Kuba. Und ich glaube, das würde vielleicht gehen. Das über Kuba abgefahren, okay. Mhm. Weil Kuba einen Impfstoff produziert und Kuba bereit ist, den Impfstoff für Menschen nicht profitorientiert einfach zu geben. Und ich wollte einfach fragen, ob ich da vielleicht an eine bestimmte Menge an Impfdosis für diese Menschen da rankomme und dann runterfliegen und die Menschen impfen. Wow, also wenn wir da helfen können, das ist... Ja, das war noch eine Idee. Deswegen, falls jemand Kuba sieht, gute Kontakte hat, sehr gerne, weil das wäre so etwas, was ich mir jetzt überlegt habe, weil diese Menschen sind die Letzten, ich glaube nicht nur die Letzten, sondern sie werden nie an eine Impfdosis rankommen. Wie? Es ist halt so, ja, dass sie nicht geimpft werden, ganz einfach. Und deswegen, um da halt irgendwie vielleicht zu organisieren. Eine kleine Idee nebenbei. Eine Idee. Also, hast du was noch, was du zum Loswerden möchtest, sagen möchtest? Nee, also außer nochmal, tut was, speziell Migrationspakt. Es wird nicht gerade besser momentan, wenn wir nichts tun. Das heißt, wir müssen was tun. Und ansonsten. Super, dass du da warst. Das ist, das ist ja super, dass du da gewesen bist. Und diese kubanische, da, ja, also da werden wir halt auch gucken. Vielleicht fällt uns da was ein. Finde ich. Ja. Sehr gerne. Ich hätte jetzt noch einen kleinen Nachrichtenteil. Den würde ich jetzt gerne noch, und ich habe ihn sogar tatsächlich notiert. Und zwar geht es, wir fangen mal an, der 18.3. ist der Tag des politischen Gefangenen. Der wird weltweit gefeiert, wenn man ihn denn feiern kann, wenn Länder, Staaten das, wenn man das kommt, so auch in Hamburg. Am 18.3., dem Tag der politischen Gefangenen, wird es eine Kundgebung geben, passenderweise vor dem Landgericht. Die wird von 10 bis 14 Uhr geben und alle sind dazu eingeladen, dazu kommen. Die Idee dabei ist nicht, auch insbesondere den Leuten, die in Gerichten arbeiten, zu zeigen, dass wir, unsere Gefangenen, nicht vergessen werden, dass sie nicht glauben, nicht den Hauch eines Gedanken daran verschwenden wollen, dass wir irgendwen von unseren Leuten vergessen. Also 18.3. Landgericht, Sievekind Platz 3. Wir schrauben da noch ein kleines Programm rum, aber so oder so wird es welche geben. Würde uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Das Zweite, auch eine beschissene Knastgeschichte. Und zwar in Russland sind zwei ältere Jungs oder junge Männer, 15 Jahre, sind eingefahren, weil sie Solidaritätsplakate geklebt haben für einen inhaftierten russischen Genossen, Anarchisten. Und die sind mit 15 Jahren eingefahren mit absurden Begründungen. Ich denke, wir werden das
einen längeren Text verlinken über unseren Telegram-Kanal, falls ihr da noch nicht drin seid oder den abonniert habt oder wie man den sonst nennt, dann könnt ihr was dazu lesen. Es gibt dazu eine Aktion und zwar schreiben wir Postkarten, beziehungsweise vielleicht schreibt ihr ja auch Postkarten und die Postkarten müssen auf Kyrillisch sein. Das heißt, wenn ihr für diese beiden Jungs unterstützende Postkarten geschrieben habt, gerne hier abgeben. Wir übersetzen die ins Kyrillische und schicken sie dann da in den Knast. Kleine Ergänzung 1 ist, es ist unklar, wie die russischen Behörden da, wie sensibel die sind. Vielleicht sollte man nicht gleich anfangen mit schöne Grüße aus der ehemaligen G20-Stadt Hamburg, sondern vielleicht eher Unverfängliches oder vielleicht auch etwas zwischen den Zeilen schreiben. Erfahrungsgemäß, das sei auch noch genannt, ist es so, gerade bei und Genossinnen, die im Ausland sitzen, Postkarten, sowas Banales wie Postkarten und Briefe können einiges bewirken. Zum einen für die Gefangenen selber, Signal, sie werden nicht vergessen, sie bekommen Post von außen. Und zum anderen, und das finde ich auch nicht ganz außer Acht zu lassen, ist Gerichte, Schließer, Leute, die im Knast arbeiten, die merken dadurch, dass sie das Gefangene XY Post bekommt von noch ganz weit weg, dass es offensichtlich Menschen da draußen gibt, die wissen, dass die da drin sitzen und die sich da in irgendeiner Form solidarisch zeigen. Und das hat, wie wir es öfter schon gehört haben, jetzt nicht für eine Hafterleichterung gesorgt, aber zumindest, dass die Schließer ein bisschen vorsichtiger gewesen sind und so weiter und so weiter. Ich will sagen, ein, zwei Zeilen auf eine Postkarte können, als man glauben mag. Schreibt gerne was, gebt die hier im Laden ab und wir würden die dann ins Kyrillische übersetzen. Dritter Teil ist, wie ihr ja mitbekommen habt, ist der sogenannte Bahnhofswald in Flensburg mit einer absurden Geschichte geräumt worden. Da findet ihr im Netz einiges dazu. Flensburg hat ein freies Radio, Radio Fratz. Radio Fratz ist jetzt seitens der FDP-Fraktion im Flensburger Parlament, Senat, wie man das heißen mag, bedroht worden, denen irgendwelche Gelder zu weil die Berichterstattung über die Räume des Waldes doch parteiisch gewesen wäre. Und das ist eine ziemliche Unverschämtheit, wie wir denken. Und wir möchten hier in aller Kürze unsere Solidarität Radio Fratz gegenüber ausdrücken und vielleicht noch deutlicher ein kleines Fuck you an die FDP in Flensburg. Drittes ist, wir hatten Montag ja Internationalen Frauentag, da hatten wir auch was Kurzes auf unserer tollen Telegram-Seite. Wir haben ein neues Buch bekommen und zwar von Emma Goldman über ihre 2 Jahre in Russland. Das ist Emma Goldman immer gut. Wir haben eine ganze Menge Emma Goldman-Bücher. Das ist jetzt ganz neu und es ist die Geschichte, wie sie aus den USA abgeschoben wurde, in das gerade revolutionär durchgewonnene Russland und wie sie da eine Menge Illusionen verliert, was so Kommunismus angeht. Also sie ist natürlich eine Anarchistin gewesen, als solche ist sie auch in die UdSSR gegangen, aber das, was sie da erzählt und was sie da erlebt hat, ist ziemlich griffig und es wird nicht viel an seiner Bedeutung fern haben. Also, ist im Laden. Wer möchte, kommt hier gerne vorbei, kann sich das abholen, wie eine Menge anderer Emma Goldman Bücher auch oder auch ansonsten. Soweit von uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es wird eine weitere Reihe geben, über die ich jetzt noch nichts sagen werde, aber es wird sie geben. Rosi, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und jetzt würde ich gerne doch noch mal was sagen. Und zwar ist das so, dass ich normalerweise das sehr gut finde, maskiert zu sein, nicht erkennbar zu sein im Rahmen der gesamten Aktion. Aber aufgrund dieser gesamten Scheiße, die hier passiert, ist das so, dass ich sehr in mein Gesicht zeige und sage, ich finde das Kotzen, was hier in Europa passiert, es ist 0,0 akzeptabel und ich zeige sehr gerne mein Gesicht. Da habt ihr es.